Im Juli 2020 startete die Rakete, jetzt hat die Sonde den Mars erreicht. Dort soll sie in der Umlaufbahn kreisen, die Atmosphäre untersuchen und jahreszeitliche Veränderungen aufzeichnen. Entwickelt wurde die Sonde in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Land ist ein Neuling unter den Weltraumnationen. Erst 2017 startete das Land ein eigenes Raumfahrtprogramm. Die Sonde, die umgerechnet 165 Millionen Euro kostete, ist ein wichtiger Meilenstein. Auch für die Zukunft gibt es große Pläne. 2117 möchte das Land sogar eine Kolonie auf dem Mars gründen.